Du hattest Sex am Friedhof? Ja. Was? Wie war's? Crazy. Mit einer lebendigen Person? Antworte doch. Antworte doch. Wir haben gerade Lisa im Keller mit dieser Maske erschreckt. Und als wir Max erschrecken wollten, haben wir einfach drauf vergessen. Und weil es da hinten kein Lichtschalter gibt, musste Nina 20 Minuten in der Dunkelheit warten. Und ich stand da so nicht so, okay, da ist die Wahl. Und ich so, okay, Luft holen. Aber wie du auch gesagt hast, Max so, nee, lass mal kein Licht auftreten. Ich will es gern gruseln, Kam. Und du, okay. Hallo Michelle. Hi. Warum hast du einen Hut auf? Sammelst du heimlich Spenden? Nein, lass dich abschmissen. Bist du straight from the hood? Michelle übt ihre Unterschrift für ihre Fans. Nein. Du hast eine Fanpage. Verlier nicht den Boden unter den Füßen. Heute habe ich die Fanpage, morgen ist nicht mehr. Ich bin nur neidisch, weil ich ein Star bin. Also die Vlogs sind jetzt deine erste richtige Rolle, die du ergattert hast. Du hast dich praktisch hochgeschlafen zu der Rolle. I can buy myself flowers. Was bedeutet eigentlich GAP? Game Bros. Ich hab nicht ja, GAP, gib Alkohol, Bruder. Das, was ihr gleich seht, wird von professionellen Vollidioten ausgeführt. Also bitte macht das nicht zu Hause nach. Meine Freunde Nina und Lisa wollen sich gegenseitig ein Tattoo aussuchen. Nur, dass sie es erst sehen dürfen, wenn sie es schon auf der Haut haben. Mann, jetzt will ich es aber gar nicht zeigen. Jetzt hab ich doch Angst. Nee, du zeigst es ja noch nicht vorher. Okay. Ihr seht es ja erst, wenn... Wenn es tätowiert ist erst? Ja. Was? Was? Das nein! Das ist doch klar, oder? Nein! Deswegen war ich ja auch so, Yeshua. Ich dachte, wir zeigen uns das, da können wir uns immer noch umentscheiden, wenn es ganz schlimm ist. Also eure Idee von dem ganzen Game war, ich gebe dir einen Marienkäfer. Nee. Okay, dann gebe ich dir was anderes. Egal, das machen wir. Oder? Ja. Die zwei haben jetzt erst gecheckt, was die Idee ist. Wir dachten, wir sehen es vor dem Stechen noch. Ja. Das sind einfach meine zwei letzten Gehirnzellen. Wenn ihr beide am Ende einen Penis drauf habt, dann müsst ihr so lachen. Oh dann mein Gott. Ja. Wir beide fahren mir so, hey, das hab ich gar nicht ausgedrückt. Das war so blöd sein. Vor allem ich tue mir schwer mit meinem ersten Tattoo. Wir haben es einfach vorgeschlagen. Ja. Wir brauchen nicht nur Miet, wir haben es einfach vorgeschlagen. Hast du die offizielle Tätowierer-Lizenz? Nein? Okay. Ich glaube, dass der Penis nach oben zieht. Nina! Bist du nervös? Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Schmerzen von 1 bis 10. Ja, und wenn seine Frau in die Wehen liegt, wie fühlst du dich? Nochmal, ich hab nicht gefilmt. Ja, vielleicht hätte ich auch das Tattoo nicht mehr sein. Nein, Lisa erfährt jetzt, welches Tattoo sie hat. 3, 2, 1. Ich mag den T-Shirt, sehe ich schon. Ja. Ja. Das ist ein No, damit du lernst, mehr Nein zu sagen. Oh mein Gott! Aber jetzt hab ich voll Angst. 3, 2, 1, go. Erklären. Magst du es nicht? Nein? Bist du nicht so? Sorry, ich hab dir vertraut, Junge! Wie jetzt? Also, wir können wir gehen. Boah, jetzt ernsthaft, die Situation ist gerade voll weird. Ich weiß nicht, was du da hast. Was tut man in so einer Situation? Ah, nee, mehr Lisa, das war nur verarscht. Oh, Lisa! Alles gut, ich bin zwei geil! Alles gut! Trinkst du dir gerade einen rein? Er trinkt gegen die Nervosität. Das ist meins Idee. Ja, und du so, ja, passt, mach ich. Ihm geht's gar nicht gut da hinten. Das sieht so gut aus. Das sieht voll geil. Was macht Bedeutung? Weil du solche Stimmungsschwankungen hast. Der Vlog ist noch nicht vorbei, denn nach dem Auto kommt noch was. Aber vorher danke fürs Kommentieren und 2/3 der Vlog-Zuschauer haben noch nicht abonniert. Und wie sagt man so schön? Wer den roten Knopf drückt, der nicht verreckt. Das reimt sich nicht mal. Nächstes Mal gelostes Tattoo. Oh, das ist aber geil. Nein, ja. Lisa, jetzt hast du. Inzucht ist in Österreich ganz normal. Das kann ich rein, ohne dass ich irgendwas dazu sage. So in 3 Vlogs oder so. Inzucht ist in Österreich ganz normal.